Was geht ab, Freunde? Und damit ganz herzlich willkommen hier zu dem Capital Bra Berlin lebt Unboxing. Auf meinem Kanal, Freunde, wie schon angekündigt, eigentlich sollte es ja gestern schon kommen, aber die Box kam heute erst bei mir an und ja, deswegen kommt natürlich das Unboxing dann auch erst heute. Bevor wir anfangen, nochmal eine kleine Real-Life-Story am Anfang hier. Ich hatte heute, weil es geht jetzt hier gerade um eine Rap-Box, ich hatte heute in der Schule Referat über Bushido gehalten, war dann halt damit fertig und so, alles ganz entspannt so, setz mich wieder so hin, denk mir nichts. Stunde war dann ziemlich schnell zu Ende, gehe ich so hin, also die Lehrerin meinte dann so, ja, die Noten hat sie schon. Gucke ich so, was ich habe, erstmal schön 2 Noten Abzug bekommen wegen Stress ohne Grund und ja, eigentlich wollte die mich auch noch zum Direktor schicken, sollte auch irgendwie, keine Ahnung, sollte ich wahrscheinlich noch einen Verweis dafür bekommen, für das Lied. Fand ich auf jeden Fall ziemlich komisch, muss ich sagen, aber es soll jetzt darum soll es ja jetzt gar nicht gehen, ja moin, sondern um die Box hier von Capital, die alte, wie man sieht. Die habe ich halt auch schon. Gibt's auch das Unboxing auf meinem Kanal, fand ich vom Boxinhalt her jetzt nicht so geil, aber ja, gucken wir mal, was uns heute hier erwartet. Und was ich dazu noch sagen muss, bisher die Lieder, die ich kenne, wirklich alle richtig geil. Also kein einziges Lied eigentlich, was mir nicht gefällt, sind wirklich richtig nice. Also kann ich euch nur empfehlen, das Album mal anzuhören. Wenn ihr es euch nicht direkt holen wollt, Spotify oder so gibt es ja auch, dann könnt ihr es euch mal anhören und so. Und ansonsten natürlich die Lieder auf YouTube und... Ja, was ich geil fand damals, war das Lied schon im Teaser. Da hatte ich mich dann halt auch entschlossen dazu, mir das Album zu kaufen. Und ja, ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr großartig hier drumherum, sondern fangen hier mal an mit der Box. So, Ausnahme erstmal hier Capital und sein Benz drauf vom Brandenburger Tor. Da steht dann Capital Bra Berlin lebt und wir nehmen mal den Deckel hier ab. Auf jeden Fall ein neues Format, also ich habe noch keine Box in diesem Format. Stellen wir mal hier zur Seite. So, dann zuallererst mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was drin ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Er hat schon Unboxing dazu gemacht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, was Geiles. Erste Sache, die wir hier haben, ist erstmal hier Capital Bra. So. Ist so ein Anhängermäßig halt. Kann man sich an Schlüssel hängen oder so. Habe ich jetzt keine wirkliche Verwendung dafür, muss ich sagen. Aber, ja, wenn es einem gefällt und so, kann man es an den Schlüssel machen. Ganz einfach. Nichts Besonderes, aber wir haben ja noch mehr Inhalte. Nämlich haben wir dann hier das Poster. Wird jetzt sehr schwer zu zeigen. Ich mache es mal ganz kurz auf und gucke mal, ob es 2 Seiten hat. Okay, es hat 2 Seiten. Ich kann es euch mal so anteasern. Also die eine Seite ist halt das Album. Cover ganz normal. Ja, Moment, das ist jetzt echt schwer. Und da steht hier dann hier der gute Herr mit seinem Gucci-Gürtel und seiner Gucci-Hose. Finde ich auf jeden Fall geil, das Poster. Kann man sich gut aufhängen. Ich finde vor allem halt das Cover vom Album ziemlich nice. Würde ich euch halt ja empfehlen, die andere Seite aufzuhängen. Also die Seite hier. Dann, oh nice, eine handsignierte Autogrammkarte. Zeige ich euch natürlich hier auch mal. Immer ganz wichtig, finde ich, ist, dass die Karten halt handsigniert sind, weil, weiß ich nicht, soll halt irgendwie auch ein bisschen was Besonderes sein, finde ich, so eine Autogrammkarte. Capi steht drauf, hier sitzt er dann. Wieder halt das Albumcover, ganz normal, wie wir es kennen. Bisher noch nicht unbedingt Standard, weil Autogramme sind nicht so unbedingt immer drinnen, was ich echt schade finde, weil ich finde eigentlich immer so, Autogramme sind eigentlich ganz cool, kann man so sammeln. Sammeln in Anführungszeichen schaut man sich wahrscheinlich nicht so oft an, aber ich finde es einfach so eine kleine Sache, kann man einfach reinlegen und ist halt irgendwie geil und vor allem, wenn die natürlich handsigniert sind. So, dann haben wir hier selbstverständlich noch die CD und zwar halt hier mit dem Cover hier, kennen wir ja auch, weiß ich nicht, wie oft ich das jetzt noch sagen muss, die CD hier, ganz normal und dann haben wir hier noch die Lieder drauf. Also wer die Lieder lesen möchte, drückt jetzt einfach mal auf Pause. Erste Lied ist natürlich Berlin lebt, dann haben wir hier Featuring King Khalil, UFO361 natürlich hier bei Neymar, Farid Bang, das ist auch interessant, Panzertiger, Tiger hier haben wir ja hier auch noch drauf, hier vorne auf dem Schlüsselanhänger. Farid Bang, wie gesagt, AK außer Kontrolle haben wir. Nochmal King Khalil und Capital T.
Wann dann? Keine Ahnung, kenne ich jetzt gar nicht den Rapper. Wahrscheinlich haten mich jetzt welche dafür. Keine Ahnung, verzeiht mir, Freunde, okay? Dann einige Papierhüllen. Okay, erstmal haben wir hier Bonus-DVD. Also kann man sich hier auch, wenn man mal nicht weiß, was man machen soll, hier einfach mal die DVD anschauen. Ist der Tour-Blog von seinem letzten Album. Was wir ja hier auch gerade liegen hatten, habe ich jetzt schon wieder weggetan. Okay, nicht unbedingt sowas, was ich mir zu gerne anschaue, sowas, aber an sich ja auch nicht schlecht, also nicht falsch verstehen. 5 Songs in einer Nacht ist dann halt wie so eine EP, beziehungsweise es ist nicht nur so wie eine EP, sondern es ist halt so eine, es ist halt eine EP. Sieht man hier auch, könnt ihr auch mal auf Pause drücken. Was haben wir da alles drauf? Featuring, Bowser unter anderem haben wir hier drauf und die Instrumentals natürlich nochmal von der Bonus-EP. Dann hier auch nice, einmal das Cover hier in Schwarz-Weiß. Die Instrumentals, ganz normal von den anderen Liedern von dem Hauptalbum. Und ja, dann machen wir hier mal den Deckel auf. Oh, okay, das muss ich sagen, finde ich, sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay, nice. Okay, das finde ich jetzt wirklich nicht... Das ist echt mal geil, Digga. Ohne Witz, Mann, no joke. Shoutouts an Kapital hier. Richtig nice. Hier haben wir so ein Gucci-Monogramm-Muster. Steht Kapital Brat drauf. Hier Team Kuku nochmal hier. Fokussiere doch hier. So. Nice Idee, qualitativ scheint die auch, ist die auch echt nicht schlecht, also was ich jetzt so davon hier gefühlt habe. Hat innen auch nochmal hier so ein Teil hier, damit die Form irgendwie nicht kaputt geht. Ja, finde ich, sieht nice aus. Ist aber so eine Sache, muss ich sagen, ich trage jetzt nicht so oft Caps, eigentlich nur in meinen Videos. Hier stehen nämlich nochmal, hier Berlin lebt. Muss ich mal gucken, kauft man das irgendwie. Keine Ahnung, fokussiert nicht, aber ja, wie gesagt, ich trage nicht so oft Caps. Und ich bin so jemand, wenn ich halt Caps träge, ich habe hier meine Icon Cap und noch ein paar andere natürlich, aber die finde ich ist von der Form einfach wirklich die geilste. Ob die jetzt von der Form her direkt so auch an Gucci angelegt ist, kann ich jetzt sogar gar nicht sagen. Ich hatte noch nie eine Gucci Cap in der Hand, aber muss ich sagen, ist wirklich mal eine geile Idee, ist mal was anderes. Und denke ich mal, an sich kann man die tragen. Also ist nichts, was jetzt irgendwie ja, peinlich ist oder so. Wie man sieht, Einlass haben wir hier noch. Und dann ist die Box hier leer. Und, oh, das ist auch richtig geil. Da muss ich sagen, finde ich wirklich, ist eins der geilsten Sachen, die jetzt hier drin sind. Und zwar hier ein Berlin lebt. Ich pack's mal aus der Folie aus, dann kann man es hier besser fokussieren. ja, moin, wo habe ich jetzt mein Messer hingetan? Hier. Kleinen Moment, Jungs. Machen wir hier mal auf ganz entspannt hier auf. Ich mach's jetzt mal. So, warte mal. Ein Bong-Feuerzeug, beziehungsweise ist halt einfach, also ist halt so ein Bong-Feuerzeug. Kann man natürlich auch ganz normal nehmen. Ich mach's jetzt mal nicht an, weil ich will jetzt hier nicht am Ende hier noch mein Objektiv, mein Gutes hier irgendwie damit zerstören, wie man sieht. Ist aber echt nice, Mann. Muss ich sagen, finde ich geil. Ich wollte mir eh schon mal so eins holen, nicht weil ich Bong rauche oder so, aber ich finde die halt einfach irgendwie geil und na, kann man sich einfach mal gönnen. Warum nicht? Finde ich nice. Ja, wie ihr seht, Freunde, das war auch dann schon eigentlich der ganze Inhalt, den wir haben. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben 3 CDs und das Hauptalbum, also das Hauptalbum, dann die Instrumentals, dann die 5 Songs in einer Nacht und was war das andere? Das andere war die DVD, genau, den Schlüsselanhänger, das Feuerzeug und die Cap. Was ich wirklich sagen muss, wirklich richtig geile Steigerung. Erstens mal finde ich von der Musik zum letzten Album, gefällt mir auf dem Album besser. Und zweitens mal auch vom Inhalt her. Also ich fand die letzte Box wirklich nicht so geil vom Inhalt. Und ich finde einfach sowas wie so ein Feuerzeug und sowas hier, das sind einfach so kleine Sachen, kann man da einfach reintun. Und
ja, kosten nicht so viel für den Künstler, sind aber einfach nice zu haben. Und ja, bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich glaube, die hat 30 Euro nur gekostet. Ich bin mir nicht mehr sicher. 30 oder 40. Also auch für den Preis, wenn man sich überlegt, das Album kostet so auch schon, sagen wir mal, 15. Die Cap, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt eine Cap holt, sagen wir mal 20 Euro, wenn man jetzt keine Designer Cap oder so holt, und Schlüsselanhänger noch mal ein paar Euro, Feuerzeug ein paar Euro. Und da denke ich mal, ist man wirklich hier, was den Inhalt angeht, kann man sich da eigentlich nicht beschweren. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. An der Stelle auch nochmal danke für die mittlerweile 184 Abonnenten. Vielleicht sehen wir nach dem Video hier 190. Würde mich sehr freuen, wenn euch die Unboxings hier gefallen haben, beziehungsweise dieses hier. Ihr könnt auch gerne nochmal die anderen Videos abchecken, aber ich denke, das muss ich euch eigentlich gar nicht sagen. Ja, wie gesagt, Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat, und gerne Feedback in die Kommentare schreiben. Also zum Beispiel im letzten Video stand halt drunter, ich soll mal die Sachen auch anziehen und so. Sobald ich dann meinen Spiegel und so auch in meinem Zimmer habe, also ich muss mir halt mal noch einen holen, weil ich habe halt noch keinen, werde ich das auf jeden Fall machen. Wie gesagt, werde ich dann machen, sobald ich halt mal einen Spiegel habe in meinem Zimmer. Und ja, ansonsten könnt ihr gerne die anderen Videos, wie gesagt, noch anschauen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen rausgekommen, ja moin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, ciao.